Willkommen zurück zu Pokémon Kamezin! Ja, wir dehnen uns ein bisschen. Yeah. Irgendwie erinnert mich dieses Vieh ein bisschen an Kanto Route 1. Nicht Route 1, eine Stadt. Irgendeine Stadt war das, glaube ich. Erinnert mich die Musik ein bisschen. Naja, egal. Ich habe gemerkt, man kann irgendwo Emotionen machen. Wo waren das? Irgendwo konnte ich Emotionen machen. Nee, das waren Mitteilungen. Keine Ahnung, man konnte irgendwo Emotionen machen. Das war ganz cool. Haben wir wahrscheinlich am Ende der letzten Folge gesehen. Und ja, in der letzten Folge haben wir dieses legendäre Pokémon gefunden, gerettet. Und jetzt sind wir Freunde. Vielleicht wird es auch noch mir gehören. Wer weiß. Wir sollen erstmal da oben hingehen. Zum Leuchtturm. Das ist unser nächstes Ziel. Deshalb schnurstracks hinauf. Denn ich habe keine Lust auf wilde Kämpfe. Ich will weitermachen. Da steht jemand. Ist das etwa? Was machst du denn hier draußen? Und dann sagen so, what bro, what? Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, dich kenne ich doch. Peppa, richtig? Aus dem geisteswissenschaftlichen Zweig? Du bist doch der Sohn von dieser Pokémon-Professorin, Professor Antiqua? Lass meine Mutter aus dem Spiel, okay? Peppa heißt er. Ich will wissen, was dieses Ding hier macht und dazu auch noch in dieser Form. Ich hab's unten bei der Klippe gefunden. Wir haben einen seltsamen Ruf gehört und wollten der Sache nachgehen. Aber dann ist Maike die Klippe runtergestürzt. Dieses Pokémon hat ihr geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und sieht deshalb naja, so aus. Aber du hättest sehen sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Koraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Koraidon? Woher weißt du das? Ja, ja! Du kannst nicht ins Labor. Die Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir rein gar nichts, aber der Uniform nach bist du auch an der Akademie. Koraidon ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer rumkommandieren lässt. Ach ja? Was für ein Pokémon ist es dann? Puh, lass mich erstmal testen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, dich um es zu kümmern. Na, traust du dich? Okay. Du hast einen Funken mehr Motivation, als ich dachte. Bei dem Kampf? Bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Ich habe mich geheilt. Null. Gegen Peppa. Mit seinem Raffel. Los, Takoro. Ja, wie es im Hintergrund zuschaut. Cool. Ihr habt ein paar unschöne Erinnerungen in mir geweckt. Dafür werde ich mich revanchieren. Okay, wollen wir doch mal sehen. Ich bin geheilt. Ach, danke schön. Ich wurde geheilt irgendwann. Cool. Dann Glut. Ich weiß nicht, was Stärke ist. Glut oder Kanon? Kanon ist stärker. Wir haben so eine Hase. Und hier ist ein bisschen wieder rund. Das war's? Hat du einen Raffel? Wow, okay. Na, ein bisschen was scheinst du auf dem ganzen Kasten zu haben. Was? Ein bisschen was scheinst du auf dem Kasten zu haben? Achso, sorry. Mhm. Interessant. Aha. Ah. Ganz brav guckt es uns an. Späße gekämpft, Maike! Mit einem gerade erst angefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Das stimmt. Naja, wenn du dieses Pokémon wirklich in deine Obhut nehmen willst, wirst du das hier brauchen. Mit diesem Ball kannst du es unter Kontrolle bringen. Wir kriegen Koraidon und Zug, aber wir kriegen wirklich einfach so von Anfang an das Legi? In welchem Pokémon-Spiel ist das denn bitte so? Naja, anscheinend in diesem. Aber es war interessant. Das ist Koraidons Pokéball. Du hast ihn von einem Jungen namens Peppa erhalten. Und warum genau ist das sowas? Puh, endlich bin ich das Ding los. Man sieht sich. Hä, hey, ich hab dir eine Frage gestellt! Komischer Dude. Dann halt nicht, wir sehen uns in der Akademie! Vorausgesetzt, du kommst überhaupt. So ein komischer Typ.
So ein komischer Typ. Und hey! Wir haben das Legi! Das Kammerlegi. Ihr wisst alle, was ich meine. Aber er scheint einiges zu wissen. Er. Wenn ich ihn das nächste Mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich so ein paar Antworten aus ihm rausquetschen. Komm, gehen wir auf den Leuchtturm. Von dort oben können wir die Akademie sehen. Okay. Aber. Ha! Interesting. Das wusste ich nämlich schon von ein paar Trailer, ein paar Gameplay-Sequenzen. Ihr wisst ja, also die Leute, die Pokémon nicht als erstes Mal spielen, die wissen, dass man 6 Pokémon haben kann. Aber Koraidon zählt als 7. Pokémon, ist immer da. Und vielleicht sieht man schon in seinem verschluckten Reifen, aber er hat noch einen weiteren Sinn, als einfach nur da rumzustehen und mir vielleicht damit zu helfen. Aber ich glaube, das werden wir noch gleich herausfinden. Steig auf den Leuchtturm. Ja, mache ich gleich. Ich möchte mich tatsächlich aber erstmal ein bisschen umschauen. Ja, ich wusste es. Hier ist noch ein Item. Und zwar einen Beleber. Die sind gut dafür, wenn dein Pokémon dead ist, dass du einfach belebst. Dann muss nicht. Ja. Muss nicht ein neues fangen. Haben wir hier noch lang? Ja, hier ist nichts. Okay. Nee, nee, kein Bock auf Kampf. Ich gehe jetzt hier hoch. Klapp, 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 klapp. Südliche Zone 1. Interesting, interesting. Schau mal, da hinten liegt Mesalona City. Mesalona City. Mit der Akademie. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Hm. Direkt das Größte und das, was am meisten ins Auge pocht. Ich freue mich schon total darauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Maike. Ach ja, Unterricht. Hey, das ist die Gelegenheit, noch mehr über Pokémon-Kämpfe zu lernen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig. Findest du nicht? Berge, saftig grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Auge reicht. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also, in diesem Sinne, willkommen in Paldea. Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Aber was ist denn das? Lass uns erstmal nach Pratolido gehen. Das liegt auf dem Weg. Okay, Zwischenstopp. Auf geht's! Dieses Pokémon-Symbol da hinten, das erinnert mich ein bisschen an Pokémon Go, diese Stopps. Ich spiele zwar kein Pokémon Go mehr, aber ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, dass diese Stopps so aussahen. Oh Gott. Oh Gott! 2 FPS oder so? Wie viele FPS sind das? Ich rede natürlich da hinten über den weißen Pokéball. Naja. So schlimm ist es jetzt nicht, aber ich hoffe, dass das nicht häufiger passiert. Na? Nach oben zurückkehren. Möchtest du an den Ort zurückkehren, an dem du dich vorher befunden hast? Was? Warum das denn? Hä? Wieso wird mir das jetzt angezeigt? Verstehe es nicht. Na egal. Item. Einen Trank. Schön. Südliche Zone 1. Komm, lass uns kämpfen. Unser erster richtiger Trainerkampf. Let's go. Aber man muss den Trainer jetzt aber ansprechen. Kein, wir gucken uns in die Augen und let's go, sondern wir müssen uns ansprechen. Interesting. Warum auch immer. Also man kann eigentlich alles skippen, wenn man will. Wenn wir Pokémon-Trainer uns gegenseitig ansprechen, steht ein Kampf an. Knirps Diego. Oh, habt ihr gesehen? Er hat so ein Tauros auf seinem T-Shirt. Wir haben ja schon mal ein Tauros... Oh, da hinten ist was. Wir haben ja schon ein Tauros gesehen in dem... in der Intro-Sequenz. Und das ist doch genau das Tauros, was er da trägt. Das ist ein neues Tauros. Ein Paldea-Tauros. Vielleicht sehen wir das auch demnächst. Früher oder später. Level up für... Fulcoco oder Takoko. Ah, deine Pokémon sind richtig stark. Ich hatte eine komische Stimme vorhin gehabt. Egal. Egal. Engton. Oh, Verteidigung. Engton. Oh, das ist aber nicht klug, gegen den Engton zu kämpfen. Mit einem Feuer-Pokémon. Engton ist nämlich ein Wasser-Pokémon. Wir können es trotzdem mal versuchen. Vielleicht weiß es ja noch keine Wasserattacke. Das könnte ja sein.
Aber man sieht aber den Typen. Oh ne, sieht man nicht. Das ist das Zeichen. Ich dachte gerade. Kratzer. Okay, vielleicht ist wirklich noch gar keine Wasserattacke. Aber ich sehe da hinten einen Azurill. Seht ihr das auch? Nimm den Mentor und es guckt zu. Ein süßes kleiner Azurill. Das will ich direkt danach bekämpfen. So, schau mal, Kleiner. Ich will mir das Azurill durchkämpfen. Komm, mach ihn. Alle Level up und Attacken. Käfer, Trotz und Ruckzuckieb. Cool. Cool, cool. Hey, Kleiner. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das Theme sehr chillig. Also, ich finde es nicht sonderlich gut oder sonderlich schlecht. Ich finde es einfach chillig. Vielleicht ein bisschen unpassend. Aber generell den Song selber finde ich nicht schlecht. So, und du bist down. Bam. Genau, Azurill ist ein Typ normal, aber wird später zum Wasser-Pokémon. Wenn es sich entwickelt. Aber ich glaube, es war so eine Freundschaftsentwicklung. Und da musst du es ständig draußen haben und ständig mit dem reden. Du musst ihm sehr viel Aufmerksamkeit geben. Und Freundschaftsentwicklungen sind ein bisschen nervig. Ja. Hier ist nichts mehr. Okay. Können wir über Wasser laufen? Können wir. Ja, wozu die Brücke nutzen? Nö. Mach ich nicht. Nee. Ich weigere mich, die Brücke zu benutzen. Aber ja, das ist wirklich Open World, oder? Nicht Open Area wie Legends, sondern wirklich Open World. Eieiei, hier geht aber einiges ab. Kann ich hier runterspringen? Ja, ich kann runtersliden. Cool. Aber hier ist noch ein Item, was ich gesehen habe. Ein Paraheiler. Oh Gott. Karte? Das war nicht die Karte. Das war die Karte. Wo geht ich gerade lang? Ich kann reinzoomen. Gucken wir uns mal hier um. Generell umschauen ist, denke ich, nicht verkehrt. Vielleicht finden wir noch ein paar Pokémon, die nur in so einem kleinen Gebiet auftauchen. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Wo sind wir hier? Hier ist wieder ein Strand. Aber sonst ist ein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seht ihr, was wir hier haben, Freunde? Ja. Ha? Was ist denn jetzt los? Hö, ich kann mein Pokémon da hinschicken? Was? Oh, der hat Angst vor mir. Okay, ich kann zumindest auf das Carport dazu gehen. Aber wieso kann ich auf das Schlick da nicht zugehen? Hä? Warum ist hier so ein... Was? Hä? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Hä? Okay. Ich denke, es sollte reichen, oder? Das ist ein Kapper da. Oh, was? Platscher! Nichts geschehen. Ja, Carpador ist auf Level 20 gut, weil dann entwickelt es sich zu einem starken Pokémon, aber Carpador selber ist einfach nur ein Opfer. Ja, aber ich will gegen das Schlickter kämpfen. Das ist ein neues Pokémon hier. Oder ist ein Bammelin? Ja, die verschwinden direkt wieder in ihre Löcher. Komisch, komisch. Bammelin. Das kann auch bestimmt auf Level 6 eine Wasserattacke, oder? Obwohl nicht. Es setzen nur Tackle ein. Vielleicht sind die auch einfach gestellt am Anfang des Games. I don't know. Trotzdem hält es mich nicht davon ab, dich klein zu machen. Kanon. Killst du das schon? Ah, noch nicht ganz. Okay, ich komme später nochmal zurück zu den Schlick da. Anscheinend kann man die jetzt noch nicht fangen, weil man da irgendwas für braucht. Weil die hauen direkt ab. Die verstecken sich direkt. Oh, Level 10. Nice. Jetzt schon Level 10. Das ging echt schnell. Aber ja, XP-Teiler, ne, ihr kennt das in den neueren Pokémon-Spielen. Die sind halt immer aktiv und die kann man nicht ausmachen. Kann man nicht toggeln. Verstehe nicht warum, aber ist so. Ach so, vielleicht... So schleichen? Nein, was machst du? Was? Komm schon, ich bin noch im Kampf. Hallo? Hä? Ich kann mein Pokémon zum Kampf schicken? Wie habe ich das denn gemacht? Hä? Mein Pokémon ist doch einfach selber hingegangen. Ich würde es mal versuchen. Mich nervt es aber, dass der mein Pokémon da langläuft. Sieht es mich? Okay, ich versuche es ein andermal. Ich gebe jetzt erstmal auf. Ich möchte euch hier nicht langweilen mit
meinen Versuchen, die nicht funktionieren. Falls einer von euch weiß, wie es funktioniert, könnt ihr es mir gerne sagen. Ansonsten mache ich mich einfach selber schlau. Ja, vielleicht soll man hier noch gar nicht hin. Ich weiß es nicht. Egal. Laut Map. Ah, ja, wieder falscher Knopf. Ja, laut Map sollten wir sowieso woanders lagen. Aber ihr müsst damit rechnen, dass ich in diesem Let's Play mich sehr viel umschaue, ja. Ich werde mich hier sehr viel umschauen. Es ist ein Open-World-Spiel. Das sollte eigentlich offensichtlich sein, dass ich so, dass man sowas macht, ne? Okay. Ah, die sind doch schon direkt da. Da vorne ist es schon. Dachte, es wäre noch etwas weiter weg. Aber nöp. Nöp, nöp. Aufwecker und, was ist das andere? Eine Sinelbeere. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Sesokids! Wann waren die zuletzt in einem Pokémon-Spiel drin? Gen 5, wo die herkamen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, Sesokids ist nicht so das häufigste Pokémon. Vor allem diese Form, oder? Ich weiß es gar nicht. Sesokids hat 4 verschiedene Formen je nach Jahreszeit. Und ich glaube, eine Form ist sehr häufig und alle anderen Formen nicht. Ich weiß nicht mehr, welche was war. Aber ja, daran kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Oh Gott. Ich drücke immer die falschen Knopf. Ich drücke immer Minus. Ja. Eieiei. Schaut euch das an. Wie riesig das Ganze hier ist. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Das gucken wir uns später an. Das ist ja viel zu groß erstmal für mich. Oh Gott. Ja. Ich gehe hier erstmal lang, hier erstmal weiter. Früher oder später werden wir uns sowieso alles angeschaut haben, aber ich möchte ein bisschen mit der Story progressen. Was bist du denn für einer? Bist du ein Fluffeluff? Sieht aus wie ein Fluffeluff. Ja, yep, ist es auch. Ja, Fluffeluff ist genauso wie... Oh, was? Seit wann bin ich... seit wann? Ja gut, dann dann halt nicht. Ja, aber Fluffeluff musst du auch mit Freundschaft entwickeln. Und schau mal, was da ist. Oh mein Gott. Okay, okay, heilen, ganz schnell heilen. Trank. Okay, okay. Oh mein Gott, ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das. Oh mein Gott. Das ist super. Das ist ein Wooper. Auf Deutsch Felino. Aber es ist ein Paldien-Wooper. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr Typ Wasserboden, sondern Typ Giftboden. Wie cool ist das denn bitte? Ich liebe dieses Felino. Vor allem dieses Felino. Felino selber ist cool, aber das hier ist noch, meiner Meinung nach, viel cooler. So, jetzt können wir es fangen. Oh, vielleicht mache ich das als Teammitglied. Das wäre eine gute Idee. Ich überlege es mir noch. Erstmal kommst du aber rein in den Ball. Weg. Okay. Und yes! Nice! Super! Dann ist es ein Wooper! Okay. Felino, ein verlorener Revierkampf, zwang es am Land zu leben. Um sich zu schützen, entwickelte es eine giftige Schleimschicht für seinen Körper. Oh, der Arme. Der Arme, er durfte nicht mehr schwimmen gehen. Ja. Wooper, habe ich ja gesagt. Ist super. Deshalb nennen wir ihn so. Ist er männlich oder weiblich? Yay! Wie er guckt. Männlich oder weiblich? Es ist männlich. Alright. Ne, ich wollte es nur wissen. Ist kein Problem. Ah doch, es kann hier schwimmen. Aber nur so ganz klein. Nur so ganz klein, Pfützen. Kann es schwimmen. Weil es sonst nicht akzeptiert wird. Armes kleines Wooper. Armes kleines Felino. Ja. Hab ja gesagt, ich werde oftmals die englischen Namen benutzen. Gewöhnt euch dran. Trassler. Hallöchen. Ja, Trassler ist schon ein sehr, sehr cooles Pokémon. Männlich und weiblich. Da ist es in beiden Formen anders. So. Aber ist es die Pflanze oder ist es nur Psycho? Es ist auf jeden Fall Psycho. Aber ich weiß nicht, ob es auch noch Pflanze war. Das habe ich jetzt vergessen. Egal, es ist auf jeden Fall jetzt down. Heia! Pah. Aber ich find's echt cool, muss ich sagen, dass das Spiel sofort losgeht.
Das wäre echt cool. Und ein Fido. Ein kleines Fido. Das ist voll mit Teig. Ein Teighund. Ein Hefe. Genau, ein kleines Hefe. Das ist eigentlich ein ganz guter Name für das Ding. Bitte kill es nicht. Ganz knapp. Da können wir es fangen. Pokéball, go! Du, 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 du. Bam, bam, bam. Yeah! Yeah! Level 11! Hefe. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Sein Atem enthält Hefe und bringt so alles in der Umgebung zum Gären. Okay. Das ist doch keiner Hund. Keiner Hund. Ja, ja. Und damit haben wir ein volles Team. 7 Pokémon. 7 Pokémon. Mein Pokémon ist wieder fit. Okay. Ich kämpfe noch nicht gegen den. Ich gehe erstmal hier hinten hin. Guck mir die Stadt an. Nicht die Stadt. Den Ort. Ich möchte kurz hier in diesen Bereich gehen. Und dann kämpfe ich gegen den. Wie steht's auch? Ratolido. Ja, okay, man kann nicht damit reden. Schade. Ja. Ich musste mich heilen. Das kann man hier. Hey, ich bin hier drüben, Maike. Hi. Da bin ich. Das ist ein Pokémon-Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon-Trainer. Aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Ja, mit Vergnügen. Willkommen beim Pokémon-Center und so. Ich kümmere mich darum, deine Pokémon wieder fit zu machen. Komm gerne öfter, bitte. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du alle möglichen Items erwerben, zum Beispiel Pokébälle zum Fangen, Pokémon oder auch Tränke, die deine Pokémon heilen. Als Bezahlung für deine Einkäufe werden auch Liga-Punkte, kurz LP, akzeptiert. Ein LP entspricht 1 Pokédollar. Warum gibt's da die Währung? Okay. An diesem Schalter hast du Zugriff auf die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen, kurz TMs, herstellen. TMs werden verwendet, um deinen Pokémon an Tag beizubringen. Kann man herstellen? Okay, interesting. Um eine TM herzustellen, benutzt du LP, so viel von Pokémon hinterlassene Materialien. Ah, dafür gibt's LP. LP sind mega nützlich! Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, ich gebe dir welche ab. Oh, danke. 5000! Puh, ich hatte schon vorher ein paar. Wow. Ah, die sind auch für dich. Pokémon-Materialien, danke. Mit der Freundeskreis-Funktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern zusammentun und dich mit ihnen ins Abenteuer stürzen. Schau mal gerne beim Pokémon-Center vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Brauchst du mal eine helfende Hand, komm zum Pokémon-Center gerannt. Das kann manchmal in Tests dran, also merkst du besser. Oh, und wenn du dich ein bisschen an deine Pokémon gewöhnt hast, kannst du ja mal versuchen, das Pokémon an der Spitze deines Teams durch Drücken der R-Taste loszuschicken. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spazieren gehst, selbstständig Items aufsammeln oder gegen andere Pokémon kämpfen und so. Cool. Die Drücken von der R-Taste kannst du Pokémon losschicken, es kämpft eigenständig gegen Pokémon in der Nähe oder sammelt Items auf. Wenn Pokémon allerdings nur noch wenig Kraftpunkte verfügt, kann es nicht losgeschickt werden. Geschwächte Pokémon lassen sich ja mit dem Trank heilen. Wenn es einen Kampf startet, musst du ihm dabei keine Anweisung geben. What? Bei solch einem Autokampf kannst du dein kämpfendes Pokémon im Auge behalten und gleichzeitig die Umgebung erforschen. In einem Autokampf bestimmen die Stärke und der Typ der beteiligten Pokémon, wer gewinnt. Wähle da das Pokémon, das du losschickst, möchtest mit Bedacht aus. Aha. Okay. Okay. Ja, soweit ich weiß, wurde mir von einem kleinen Vogel zugezwitschert. Soweit ich weiß, wenn man ein Shiny-Pokémon findet, dann kann das nicht automatisch angegriffen werden. Was echt nice ist. Und allgemein, die Funktion ist echt gut. Ich meine, damit musst du nicht die ganze Zeit und dann Attack und Attack und Tackle und Tackle und dann, yay, 2 XP bekommen und dann Animation, nächster Kampf, Animation und ganz viel. Sondern schickst einfach dein Pokémon raus, es kämpft, XP, du schickst mein Pokémon raus und es ist so viel schneller. Super viel schnell. Pokémon Center eignet sich hervorragend dazu, sich mit Freunden zu treffen. Okay, Omi. Vielleicht zeige ich euch das Feature demnächst mal. Aber jetzt habe ich dem kleinen Racker noch ein Battle versprochen. Oh, ich habe mich geheilt. Ich dachte, das haue ich automatisch. Ich weiß aber nicht, ob Pokémon, anscheinend Pokémon irgendwie einen Sound haben. Das weiß ich nicht. Wäre cool, wenn ja. Wäre blöd, wenn nein. Um Rat fragen. Geburtstag? Geburtstag? Gerne. Das kann nicht mehr geändert werden. Naja, also für die Leute, die nicht wissen, wann mein Geburtstag ist. Achso, und der 12 Monate. Warum ist Monat als erstes? Oh Gott, das ist böse. Vor allem für uns Europäer.
Ja, 10. In welchem Tag? 26. Ja, 26.10. Ne, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Genau. Okay. Und um Rat fragen. Mal sehen, wo kannst du als nächstes hin? Ich habe wieder erstmal die Orangenakademie aufzusuchen. Ja, ist aber bestimmt aufregend. Ist der Tag aufregend. Okay. Na gut. Pokémon heilen. Da sehen wir alle unsere Pumpe, die wir jetzt gerade gefangen haben. Okay, was passiert, wenn wir jetzt ein weiteres Pokémon fangen? Was passiert mit diesem Pokémon? Was es nicht wusstest? Wenn du es nicht weißt, was das nächste tun soll, frag im Rat. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Oh, die ist nett. Die Schwester Joy in diesem Game ist nett. I like her very much. Ich will einen Kampf mit dir. Go, go, go. Wenn du nicht gewinnst, weil ich dir etwas ganz Tolles. Ja, ist das so? Maribel. Was ist das denn so? Ein Ferkuli. Ein Lechonk. Das einzig wahre, richtige Name. Okay. Ich weiß nicht, ist interessant, dass man die Kamera hier drehen kann. Das ist genauso wie Legends, nur hier finde ich es ein bisschen schöner, weil die Grafik auch schöner ist. Ja, das war der Kampf. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel ein bisschen zu einfach wird. Vor allem auch wegen XP-Share. Man kann sich ausstellen. Ich habe ein bisschen Angst. Oh nein, ich habe verloren. Dabei hatte meine Puppe noch voll KP. Erstmal. Taschengeld abgezogen, kleines Kitty. Aber was ist da? Kannst du den Bruder noch kostenlos fit machen? Wie, das wusstest du schon? Ja. Ja, das wusste ich schon. Ein kleines Video. Süßes kleines Video. Okay. Lass uns doch noch mal ein bisschen hier dieses Pratolido anschauen. Weil ich wette, gibt es noch mehr interessante Sachen. 5 FPS Trainer, Charakter, die sich rumbewegen. Jetzt ist es in Ordnung. Bro, alles okay? Puh, so viel laufen. Aber wo kann ich echt mit dem reden? Pokémon sind was Tolles. Ferkuli ist besonders toll. Hier sind... Ah, nur die mit dem Fall kann man mitreden. Okay. Hier in Pratolido sind ruhend gemacht, die treibende Kräfte. Okay. Mal sehen, was ich heute mache. Ach, das ist so gut. Was dreht ihr denn da? Kakao? Sieht lecker aus. Zum Dahinschmelzen. Na, bist du auch heiß auf Eis? Ach so, Eis. Ich kann Eis kaufen. Geosali-Salzeis. Oh Gott. Kleiner Spoiler, es gibt ein Pokémon, das aussieht wie dieses Eis. Deshalb macht mir das gerade ein bisschen Angst. ja, komm, sorry wegen Meinung, aber Erdbeereis, definitiv. Mit Geld bezahlen. Du, Erdbeereis. Wow, wie lecker. Ja, alle dürfen essen. Nett. Eikraft, EP-Kraft, Wasser, Raid-Kraft, Gestein. What? Was bedeutet das denn? Kann man sich upgraden oder was? Okay, kann man Eis kaufen? Sehr interessant. Scheint aber... immer der falsche Knopf. Es ist immer der falsche Knopf. Scheint aber ein sehr großes... Ja, geht so groß auch wieder nicht. Oh, ein Pelipper. Ein Pelipper. Wusstest du, dass Pelipper kann in seinem Schnabel Briefe und Pakete transportieren, die sie austragen? Ja, das weiß ich. Mal sehen, was ich heute mache. Puh, so viel laufen, der gleiche Typ normal. Der Tiri ist so süß. Ja, ist schon ein ganz nettes Pokémon, definitiv. Ah, meine Paraheiler sind eingetroffen. Damit kann man paralysierte Pokémon heilen. Okay, ich kann nicht in das Haus einbrechen. Schade, hätte ich gerne gemacht. Schaut mal! Das neue Tauros! Paldien Tauros. Das Pokémon in der Spitze deines Teams wird immer zuerst in den Kampf geschickt. I know. Wie findet ihr das neue Tauros und wie findet ihr allgemein die neuen Pokémon, die hier gezeigt wurden? Mit unter anderem auch... Wooper! Ja, man kann die Pokémon hier bewegen. Oh, man kann die automatisch nach oben setzen, wenn man Y drückt, statt mit Y die halt hochheben. So kann man die hochheben, aber interesting. Na gut, das war's dann auch wieder für diese Folge. Moment.
diese Folge, wollte ich sagen. Aber ich glaube, ich komme mich sogar noch ein bisschen um. Weil der Ort scheint mir sehr klein zu sein. Ein bisschen kann ich mich noch umschauen, denke ich. Machen wir ein paar Minuten länger. Ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. Da wird jetzt niemand rumschreien. Ey, warum ist das so lang? Junge, wie die laggen. Seht ihr das? Oh Gott. Rückgedeppt? Was? Immer schon langsam, ja? Oh, diese Uniform. Wenn du verwehrst, dass du eine Schülerin an der Akademie bist. Du weißt ja, dass du 6 Pokémon die führen kannst. Also brauchst du nicht. Kannst du nichts zurückhalten zu ihm, ja? Was denn? Was? Das wird ein gutes Foto. Okay, die machen hier Fotos, war kein Depp. Okay, dachte ich. Hi! Achso, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte eigentlich. Boah, das dauert so lange. Hey! Nein, ich wollte mit dir reden. Akademie-Schüler aus Pratolino sind nicht auf ein Zimmer oder Akademie angewiesen, sondern können direkt dorthin pendeln. Der steile Hügel ist aber etwas anstrengend. Cool. An der Akademie lerne ich so viele neue Dinge über Pokémon. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ein Pokémon bis zu 4 Attacken jagen kann. Ja, das muss man halt erstmal alles lernen. Okay, da geht's lang. Das sollen wir aber noch nicht lang. Wir sollen erstmal nach da oben. Deshalb würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge dort nach oben gehen und herausfinden, ob denn die Akademie eine gute Idee war von Game Freak. Und ja, da hinten wieder ein paar lägende NPCs. Naja.